So, guten Morgen. Grüße, hallo. Also ganz kurz da Sport aktivieren. Und dann geht's ja gleich los. So. Los geht's mit Little Nightmares. Kurz zu radieren, wo bin ich denn da überhaupt letztens hängen geblieben? Ah ja, genau. Da war dieser komische Raum mit der Eisenbahn. Stromgitter. Türen kann ich denn nicht, genau. Steuerung schon komplett vergessen, genau. Springer, Feuerzeug, Pistolen, genau dies war's. Ja, jetzt habe ich einen super coolen Würfel in der Hand. Okay, was ist denn da los? Verdammt! Eieiei, jetzt habe ich wieder um dumm geeiert, zu dumm. So, steh auf, schneller. Hopp, hopp. Genau so komm, Rina. Ist jetzt zwar nicht wirklich laufen, hätte ich gesagt. Es ist eine Form des schneller Gehens. Oder was auch immer. Siehst du? Warum traust du dumm zu mir? Du Arschding! Bin der Scheiß? Das hat's sofort nicht gemacht, oder? Es ist vorher nach rechts gewandert und nachdem es rechts war, ist es nach links gewandert. Ich muss einfach warten. Wahrscheinlich. Einen wunderschönen guten Morgen, Viri! Mir geht's bestens, danke. Und selbst? Homeoffice Freitag, sehr schön. Das ist schön zu hören. Was steht an? Schauen wir mal nach links. Ja, du musst konsequent mal in die falsche Richtung laufen, normalerweise. Der falsche Eingang. Okay, macht ein bisschen Werbung für die nächste Saison quasi. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Sie sind der schwarze Schlatz die ganze Zeit. Ist das ein Synonym für Blut, oder? Ja, freilich, so ist der Lauf, gell? Das ist ganz normal. Lust, da fehlt jetzt ein bisschen was im Leben. Da tue ich da was nicht.
Baum springe auf die Matratzen nochmal drum. Okay, es war glaube ich nur. Ich habe gerade erst wieder angefangen. Ja, ist irgendwie cool. Es hat der Style, der gefällt mir voll. Das 2,5D. Natürlich ist es ein richtiges 3D. Aber irgendwie. Es hat so eine ganz eigene, beklemmende Atmosphäre. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was man da wirklich erwartet. Aber es macht auf jeden Fall Lust zum Weiterspielen. Also es ist völlig einfach gehalten, zumindest der Wende von der Steuerung. Du kannst springen, du kannst Fist halten, du kannst eine Feier machen. Scheiße. Was ist? Haben wir einen Doffieren-Cringe? Glaubt, der sucht mich? Lebt er wer? Kann man da rauf? Nein, kann man nicht. Babys oder was ist das? Sind das Babys oder? Sind zumindest komische Babys. Okay, ich glaube, es wird immer suspekter, das Spiel. Es hat ganz eigenartige Art von Horror. Es hat jetzt keine wüten Jumpscare, so zumindest der Beine nicht. Ich glaube, man muss da viel selber dran denken. Ja, ich habe das vor einer Zeit mal gelesen, ein billiger Test, und es hat ganz interessant ausgeschaut. Und jetzt war es dann Gott sei Dank zufällig dabei beim PlayStation Plus und da habe ich gleich zugeschlagen. Bin ja eh voll offen für so Spiele, was einfach mal ein bisschen anders sind. Grotto. Was ist jetzt? Es schaut aus, als hätte der Bauch weh. Den Mantel ins Gesicht eigentlich schon. Na. Ah, doch, schau. Schaut so ein bisschen nach Manga-Kopf aus. Manga. Ein bisschen ein hölzerner Ausdruck, oder der Jimmy? Was ist los? Ich glaube, ich brauche ein Klo. Okay, da liegt eine andere. Dann liegt die so. Oh, wo schmeißt man her da her? Ah, ich soll das essen. Fütterungszeit. Was passiert jetzt? Wo bleibt die da so stehen? Schau ein bisschen deppert da. Hallo? Okay, bleibt Start. Mehr passiert nicht.
der Strick zum Aufhänger? Die beliebte Selbstmordvariante in dem Spiel scheinbar. Angst, die Duschen. Ich kann das Ding mit umziehen, aber es bringt die Wahrheit nichts, glaube ich. Ah, na. Okay, das ist wieder so ein Stromdurchgang. Sitzt. Für was sind diese Laternen eigentlich? Sind das Speicherpunkte oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich laufen. Okay, ich muss das Druck drücken. Das dürfte hoch genug sein. Perfekt. Was ziehen? Na. Okay. Blinker gewesen, die Leute. Da, was macht der Schalter? Ah, losziehen, bewegen, okay. Leichtes blöde Licht, warum? Jetzt kommen wir hin. Kommen nicht hin! Hast du ja gerade gestorben? Nein, bin ich nicht. Okay, das war jetzt einfach mal für die Fisch. So, man kann den doch in zwei Seiten umliegen, den Hügel, oder? Ja. Ah, schon hier. Ein Rätsel leid. Psst. Fuschenlöse. Ah! Auf die Kitten. Okay, gut. Das war mir gar nicht so schwer. Ist der Warte sicher, wie die das. Okay, na schau. Da ist ja schon das Stromrätsel. So, wie komme ich da jetzt drauf? Hm. Komm, der festhalten. Jo, festhalten. Das bringt gar nichts. Weißt du, du gehst einfach zusammenbroden. Brauch ich irgendwas, mit dem ich da raufgekommen. Um auf den Kabel aufgeklettern? Na. Da macht jetzt nicht bitte Klimmzüge, aber das war's. Er steht einfach nur blöd da in der Gegend. Er passiert da nicht. Hm. Ich glaube, du bist in einer Sackgasse, zumindest dabei einmal. Na, das hilft mir gar nichts weiter.
Strafe nur wie? Ach so, ja, da kannst du ja festhalten. Ist weiter auf. War nicht. Stöhl mich einfach nur blöd an. Da bin ich am falschen Weg. Schwicke. Geht dies. Okay, die steht da. Die Danny, auf die Bühne. Ah, das war dumm. Das war zu weit. Verdammt. Also. Okay. Ein kleines bisschen nicht. Okay. So, kann ich da oben hüpfen? Jo, geht doch. Jetzt nur den Tipp an Schulter erwischen. Zack. Durch Sander. Sehr schön. Schaut's aus, wo ich das oben schmeißen muss. Kommt sich hier der Strick auf, nun na. Was ist denn da für Matschkel dran? Ey, kann ich den freilassen, ha? Die sind durch die Kasperl, die was immer um und um laufen. Ist halt und aufmachen. Bin gespannt, ob die auch mal irgendeinen tieferen Sinn haben. Die irgendwas fürs Spiel bedeutet, ob die einfach nur so komische Schoker sind oder was auch immer. Okay, das ist jetzt einfach ein improvisierter Aufzug. Schreck mich nicht! Wie ist das Ding? Ah, was aufmachen? Na. Ja, das sind wieder die glitschigen Mistviecher. Was gewesen? Ah, jetzt bin ich wieder da. Okay. Stromabweg. Fertig. Oder da irgendwie auf. Da liegt einer. Warum bewegt sich das Haus? Das geht mir jetzt gerade gar nicht, ey. Na, verdammt. Too close. Scheiße. Steinen oder was spielen die da? Oder aufstehe, Junge. Die mal, Zeit für Schluckel Kaffee. Das
schnell. Schnell, schnell. Okay, also mit Ducken, die Geschwindigkeit passt nicht zusammen. Es ist nicht synchron. So, jetzt aber ein bisschen laufen und zum Schluss. Ja, ui, perfekt. Es erinnert mir ein bisschen an das eine dystopische Spiel Max. Wie das heißen? Limbo! Limbo, genau das war's. Das war ziemlich cool. So mag ich vorhin. Okay. Da habe ich gerade irgendwas verschlafen. Genau, das Schwarz-Weiß-Spiel, das Limbo. Hast du das gespielt? Eieiei, jetzt habe ich das Timing verschlafen. Limbo, und da gibt's nur eine quasi Nachfolge zu Limbo, die hat ein bisschen einen anderen Namen. Ja, Viri, du sagst es. Wem sagst du es? Ich hoffe, die Pension kommt bald und ist lang, weil sonst werde das nicht schaffen mit den Spielen, was ich mir alle vorgenommen habe. Boah, das war so scheiß knapp. So, und da, ich schätze mal einfach laufen. Okay, Alter! Kacke, kacke. Einfach beinhart in den Abgrund laufen. Warum auch nicht? So, komm her, du. Und jetzt volle Konzentration. Laufen. Komm, 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 komm. Upp, jawohl. Ah, ich muss auf die Kiste rauf. Schön, 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 schön. Ah, ich war jetzt nur gefeiert, dann war es mir auch gegangen. So, es werde Licht. Eckt da schon wieder einer, oder? Hey, die kleine Matschkerl, sie laufen immer wieder davon von mir. Das Gefängnis. Okay. Das heißt, war das jetzt gerade das Gefängnis oder komme ich da jetzt gerade hin? Der Trophäe wird jetzt das Gefängnis gewesen sein. So ein komisches Auge. Ist einfach mit ihrer Note da rauf. Da gibt es sicher was zum Entdecken, oder? Aber auch nicht.
ist jetzt, wo es weitergeht oder ist das? Hey, ich möchte jetzt wissen, was da unten drinnen ist. Nein! Verdammt. Kacke, 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 kacke. Ich glaube, ich muss ein bisschen was an der Beleuchtung in meinem Zimmer optimieren. Wo bin ich jetzt? Aber ich bin jetzt ganz woanders. Ah, jetzt bin ich im Raum, wo. Ich wollte noch nicht da hin. Ich würde gerne nur anschauen, wo es in der Tür da unten drin war. Scheiße, jetzt ist sie einfach schon zu weit vorne gespeichert. Naja, hilft dir nicht. Zu Koffer zu dem Schalter ziehen. Dann auf Schalter hüpfen, oder? Billiger Arschschmäh. So. Okay, das schaut noch ein Folterbit aus. Ah, da liegt der Schlüssel. Sicher holen müssen. Verdammt! Der Todessprung des Assassinen! Er hat ihn leider noch nicht gelernt, er kann noch nicht. Deswegen stirbt er jedes Mal wieder, wenn er den macht. Okay, hängt da schon wieder an der Blätter mal dumm in der Gegend. Ah nein, ist nicht der Hosen. Okay. Doch, da hat sich schon wieder aufgehängt. Ja, mit Festhalten hat das nicht so. Ich habe mir gedacht, bei Büderrahmen kann man sie vielleicht anhängen. Hat nicht so optimal funktioniert. Jetzt einmal behaupten. So, Koffer wieder hin mit dir. Scheiße. So. Okay, wieder hinauf aufs Bett. Ist hier dann noch oben? Also. Zack. Ist da oben den Schlüssel holen wahrscheinlich. Ja. Schmeißt du ihn einfach mal oben. Mal nicht selber oben springen, bitte. So, wo war da ein Schlüsselloch? Irgendein Schlüsselloch gewesen, oder? Schauen wir bei der Tür rausgehen. Ja, die kommt nicht raus. War der Schlüssel jetzt für die Fisch, oder? Ich denke, das hat mir jetzt gerade gar nichts gebracht. Das war einfach nur blöde Ablenkung, oder ich weiß es, keine Ahnung. Es waren die komischen Hutköpfchen. Das ist einfach mal Hutköpfchen. Die Hutköpfchen sind die Kinder von dem blinden Typ da.
Okay, es ist irgendwas passiert. Ich glaube, das ist runtergeschmissen und es ist was passiert. Dann gehen wir einfach wieder oben. Was? Ich will mir das Spiel verarschen, es hat wieder gar nichts gebracht. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Komm bei der und dir nicht aus. Einen Schlüssel nirgends brauchen, oder doch? Geheimtür. Und da ist eine Tür mit einem Schloss. Wie bringt ihr. Ah, warte. So, Schlüssel. Werfen. Okay, das war ein ziemlich verkrüppelter Wurf. Gut. Ja, geschafft. Checker! Kann ich die da aufschmeißen? Einfach aussehen. Komm ich auch nicht. Kann ich die Kisten verschieben? Kann ich auch nicht. Kann ich da aufklettern? Nein. Schaut nach einer Kletterpartie aus. Das täuscht. Da ist nichts zum Aufklettern. Quasi. Ach so, halten, dann schmeißt das Wetter oder was? Ah! Schurke! Das muss man natürlich sagen! Es erklärt auf jeden Fall. Eigentlich erklärt, so ist das Spiel, aber zu spät! Stehst ratlos da und dann, hey, du musst doch einfach nur das machen! Es geht nicht weiter. Wir haben da eine Handvoll nix. Okay, da haben wir wieder einen Aufzugsschütter. Du hast, ich brauche wieder was zum Schmeißen. Komm, Waffe! Folge mir in die Grube des Todes. Thank you.
der Lüftung. Scheinbar. Haben wir uns häckseln lassen? Ja, komm mal! Das ist schon wieder Hunger, hä? Sind das jetzt so Speicherpunkte oder ist das einfach nur so ein Art Easter Egg oder Sommerdings der Dernen? Das ist noch immer nicht so wirklich. Es kommt so immer, glaube ich, so ein Speichersymbol, aber. Wirklich, das Speicherpunkt wird nicht verwendet, kommt mir vor. Da, was ist das für ein komischer Kindergesang? Das ist eine Kinderfalle, das ist was zum Essen. Die wollen ja psychologisch drillen. Was zum Essen kriegt, dann ist mir auch besser gegangen. Und das soll ich jetzt auch machen und dann fangen sie mich. Witten! Eine Kinderfalle. Ha, so geht's. Oh, mit der so scheiß lange Hand. So gruselig. Da lauter kleine Kinder drin. Sind das überhaupt Kinder? Was sind das für Wesen? Warum ist das so deppende Blutlatschen oder? Soll das so ein Blut sein? Die komische schwarze Flicken da. Schwingen? Weil sonst bin ich sicher zu langsam, oder? Aber nur alle. Hopp! Zack! Schau her! Gleich beim ersten Versuch. Sauber! So. Ah, jetzt kann ich da aufklettern, gell? Ah, schau her! Ich kann die anzünden. Jeffrey, Jeffrey, grüß dich, guten Morgen. Na, was ist los? Auf, du jetzt einfach. Ah, verdammt, verdammt. Ist Loch verfüllt. Ist so mies.
Ja, so wird's nix. Wenn man das Loch nicht trifft. Aber jetzt. Daumen drücken. Na, schau her, sauber. Oh, Scheiße, der kommt mir noch, verdammt. Ah, jetzt muss er sich aufkurbeln. Okay, na, zumindest schon mal ein Stück weiter. Kennst du das Spiel, Jeffrey? Hast du das schon gespielt? Ah, du musst mit vorbeilaufen generell. Wahrscheinlich sollte man einfach vorbeischleichen, hä? Er riecht mich. Okay. Bild nicht gesehen. Ja, da kommt der Haken. So, jetzt wirklich dann eh. Hier ein Herzschlag. Das war mir nie aufgefallen, glaube ich. Zumindest nicht so schnell. Ist egal, okay. Wann hört er dich? Ja, wann hört er mich? Hat er mich zu schnell bewegt wahrscheinlich. Der riecht mich doch, oder? Zumindest schaut das aus, wenn er mich riechen hat. Zumindest macht es da gerade so den Eindruck, als wenn er das mitkriegt, wenn er mich riecht. So, jetzt stehe ich gerade komplett auf der Leitung. Ist schon weitergekommen. Erhöht den Boden. Okay.
Ah, das sind Holzdünen, die was sie bewegen. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Das sind ein paar so Holzdünen, die was locker sind. Ah. Methode. So, schnell das Ding da einstecken, die Kurbel. Merci, Mangerie. Danke, Jeffrey. Du bist lang auf die Leiter gestanden mit dem Stuf. Na! Du Mistvogel, du Blöder! Okay, oder? Ah! Heilig! Dass mir das weiter oben vorbeikommt, dass das Holz nicht knarzt, aber leider funktioniert das nicht. Nein, kann man sich irgendwo verstecken vielleicht, hä? Da kann man nicht. Kann sie verstecken, sehr schön. Jetzt aber, jetzt geht sie das hoffentlich aus. Jetzt sicher wieder. Und schnell, lauf, 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 lauf. Jawohl. Endlich. Sehr schön. Schönen Dank für die Unterstützung, Jeffrey. Ich habe jetzt das ein Schuh. So, magst du das bitte anzünden? Ja, jetzt. Wird Mittag werden circa 11:30, 12 circa. Je nachdem, wie es gerade reinpasst. Und dann nachher geht's nachher der Geschichte. Warum zum Teufel sind da
tausende Ballschuhe. Und was zum Teufel kommt da auf mich zu? Auf wieder, auf wieder. Was haben wir da? Ein verdammter Schurke, hey, oder? Heilig. Okay. Sicher so schön wirklich zum nächsten Punkt um. 3, 2, 1, los geht's! Du machst jetzt zeitlich, ja? Das passt für dich quasi, weil du um 14 Uhr dann das Training hast, ja? So, wo ist der nächste Koffer? Der ist da rechts unten. Okay. 3, 2, 1, los geht's! Hopp, hopp, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Was macht denn er schon wieder da? Hopp. Jetzt, wo geht's weiter? Verdammt, verdammt, verdammt! Ah, Vollstück ist er. Schau, dass er ziemlich strange aus, der Uhu, mit seinen ewig langen Händen, seine kurzen Füße. Ah, schau her, hat seine Eiche Opfer gefunden. Mit Waffe. Gleich wieder oben Aufzug, oder wie? Ah, da ist kein Schalter mehr, oder? So. Einfach durch die Tür durch, hä? Geht nicht. Okay, weiter kann man es nicht schieben. Na. Spülospen nicht weiterschieben. Okay. Aufkommen tue ich da auch nicht, oder? Du musst da bitte drüber klettern. Ja, so geht's. Was hat denn er da? Eine komische Puppensammlung, oder? Ich bin echt gespannt auf das Tor von dem Spiel, was da jetzt schlussendlich rauskommt, was das irgendwie so ein bisschen sein soll. Momentan blicke ich noch nicht so richtig durch. Ist das so ein Waisenhaus oder? Affen? Geh weiter, schneller! Ja, ich bin echt gespannt. Also es hat wirklich voll den geilen Touch, das Spiel.
du echt gespannt, was da rauskommt. Also so wie den Limbo zum Beispiel. Das war ja auch hammergeil. Was dann schlussendlich rausgekommen ist und. Ich mag das voll so, so leicht melancholische Sachen, wo man ein bisschen ins Grübeln kommt und. Naja. Ein Schurcher, den schmeißt man da auf. Lauf. Lauf schneller. Warum hängt der Klavier in der Luft? Wer macht sowas? Wer und warum? Von Little Nightmares, der ist gerade rausgekommen, gell? Der ist noch relativ aktuell, wenn ich das richtig im Kopf hab. Okay, da brauche ich wieder eine Kurbel. Anfang 21, okay. Ich habe mir doch dieses Neiche gewesen. Die sind. Ja, wahrscheinlich da ist es mir. Ich habe mir doch dieses Groders gewesen. Anfang dieses Jahres. Das Oberschmesser. Wieder aufgreifen. Nimm den Blend offen. Ah, da war sich die Kurbel drin gewesen, oder? Ich lauf jetzt lieber. Ah, zumindest kommt er da nicht durch. Nein, nicht auf. Ah, fuck! Schade! Die Kurbel ist sicher in ihrer Spüruhr drin. Hundertprozentig, wo soll es sonst sein? Das Einzige, was nach einer Kurbel ausgeschaut hat. Wahrscheinlich wieder.
Okay, die Spieluhr war es nicht. Du bist nichts, Kollege. Tipp. Es geht einfach da raus. Jetzt habe ich so auf die Tipp Kurbel fixiert, dass ich den ganzen Arschweg wieder zurück bin. Nun, na, das war wieder mal dumm und voreilig. Das ist ein Klassiker. Naja, Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen, oder? Jetzt muss ich sicher das Ding da oben schmeißen, dass man die Türe aufmacht. Gehört dazu definitiv. Manche Sachen muss man einfach doppelt machen. Doppelt halt besser. So, kann ich auf den Fernseher einschalten, ha? So, wo bleibt er denn? Das ist eine gute Umschreibung für Fehler machen, Jeffrey. Oft nur gescheitert, bis das funktioniert. Ja, so ist. In Computerspiele geht's ja. Ich hätte, glaube ich, warten müssen, bis das zweite schwenkt. Da, jetzt bin ich wieder da. Okay. Ja, Take Two. Langsam vorbeischleichen. Und dann sind wir schon wieder da. Du kommst wieder da rein. Jetzt vierer mit dir. Jo! Lauf! Lauf, lauf, lauf! Hola, das war zu knapp. Jetzt bin ich bei den depperten Selfies gegangen, so ungefähr. Muss es springen? Das bringt mich sicher um, sonst der Depp der Dampf. Ist dieser Knopf
Ist kein Knopf. Ah, okay, ich muss da jetzt sicher irgendein Teil umziehen, oder? Habe ich da recht? Ein bisschen weiter noch. So. So und alle. Hopp. Jawohl. Oh! Scheiße! Wo war die Display-Überraschung? Das war fies. Na, das Video ist verfahren. So was geht mir ein bisschen am Arsch. So Kleinigkeiten, wo es locker einen Speicherpunkt, einen Checkpunkt einmachen hätten können. Naja, okay. Ja, dort war der neu. Na schau her, ne? Wieder was Neues kriegen. Hat sich schon wieder ausgezahlt, dass du bist, Jeffrey. Bei mir siehst du immer die skurrilsten und neuesten Dodi. Ich versprich das. Da sterben in alle möglichen Orten, das kann ich. Jetzt aber. Alle, hopp. Zack. Ah, das ist einfach nur. Na, nicht wieder runtergefallen. Das war jetzt der Jackpot gewesen. So, weg mit deinen Pranken da, du! Bums. Einfach drüber. Oh, wo sind wir da jetzt? In der Wäscherei. Lauf, Forest! Wow! Oh, jawohl, geschafft. Und jetzt? So, die ist da 14, oder? Badekorn klettern, oder? Jetzt Bossfight! Ja, ich weiß nur nicht, mit was bekämpfen soll. Was da rausziehen, hä? Schade. Entspann mal deine Ärmchen bitte. Jawohl. Und jetzt. Nicht ganz funktioniert. Ist ein bisschen leiser sein wahrscheinlich.
glaube, der Weg war schon richtig, aber in der Ausführung scheitert es noch. Echt, als erstes. Nur Timing, ja. Ja, nur Timing. Timing muss man jetzt mal anschauen. Ja, das dazu mit der rechten Haut immer wieder zurück. Okay. Da geht er nach vor. Ah, da kommt er mit der linken Hand. Ah. Okay, ich glaube jetzt habe ich es. Ich glaube, ich denke, aber glauben tut man halt Erdäpfel normal. So, das heißt, ich kann jetzt da bis an der rechten Hand vorbei. Aber der linken so. Ah, der wischt mich doch mit der Hand, oder? Der Weg ist schon richtig, aber die Ausführung hat man nur ein bisschen. Jetzt warten, bis sie Haut weg ist wahrscheinlich, oder? Und tut er mir ja nicht in dem Sinn da jetzt. Ich kann laufen. Ja, zieh raus, geh weiter. Ah, sehr schön. Das war mein erster Streich. Ah, es war zu gierig. Zu bald, verdammt. Auf jeden Fall ein sehr strange Bossfight. Sehr, 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 sehr strange. So, schnell zugehört und jetzt circa. Geht ja, du schaffst es. Checker. Na, tut er nicht! Warum geht es jetzt nicht aus auf einmal? Ah, weil die falsche Richtung zugetippt, deswegen geht's nicht. Und jetzt war einfach wieder zu gierig war. So, Konzentration, jetzt wird's. Einmal drauf. Da und schön noch. Yes, jetzt hab ich's. Chillig abwarten und dann sollte das jetzt erledigt sein. Zu Handlauf, halt dich doch fest, halt dich doch fest. Ist das Spiel schuld? Das hat mir einfach nicht festhalten lassen. So geht's einfach einmal. Ah, da hält sich fest, das passt. Das gleiche sollte ich jetzt beim zweiten Eck auch machen. Dass die Haut weg ist. Da. Wie hast du gesagt, Jeffrey, vorher?
Es gibt keine Fehler, sondern nur genug Wege, es falsch zu machen. So, jetzt aber abwarten, bis das die rechte Hand dort war. Die rechte Hand weglassen. Ganz entspannt zugehen. Und. Oh, da liegen seine Hände. Da. So. Ein bisschen teabaggen. Bin über Sachen drüber gefallen. War das jetzt wie eine Schlange ist, wo es mir einfach was tut, das nur bockt und nur mehr umbringt, dann bin ich angepisst. so. So, jetzt hoffe ich nicht, dass er da aufspringt, oder was? Yes, zweites Level geschafft. Das verstehe ich. So, ich mache jetzt ganz kurz 3 Minuten Pause, schnell frischen Kaffee besorgen. Bin gleich wieder da. So, da geht schon wieder weiter.
frische Kaffee ist wichtig, ohne dem Kunden nicht überleben. Danke, Jeffrey. Darf ich kurz einmal fragen, punkto Mikro. Mir hat letztens einer gesagt, dass es relativ krotzig war. Ich habe jetzt ein bisschen was bei der Einstellung geändert. Würde irgendwer behaupten, das Mikro klingt kratzig? Oder irgendwie anders, komisch, blöd? Oder horcht es sich halbwegs vernünftiger? Firma Sting und mein Dialekt kann ja nichts, das ist einfach so. Alles andere, die Qualität sollte zumindest halbwegs passen. Kratzig, wirklich? Okay. Da muss ich doch noch mal ein bisschen herumprobieren. Ein kratziges Mikro ist natürlich geländig. Suche das bei den Einstellungen zum Ändern. Relativ viel kann man eh nicht einstellen auf der Playstation, aber zumindest ein paar Kleinigkeiten kann man probieren. In Wahrheit kann man nichts einstellen auf der Playstation beim Mikro. Vielleicht ist da nicht gescheit drin. Ist es in irgendeiner Form ein bisschen besser geworden jetzt gerade? Oder gleich schlecht wie vorher? Singen, das ist der absolute Horror in so Spiele. Oh, da hat's eine Ratte erwischt. Kann man die ausziehen aus der Falle, ha? Fuck! Er ist die Rotz! Warum? Roh! Das war jetzt nicht sehr subtil. Einfach brutal umbissen. Wild, sehr wild. Okay, die schwarzen Flecken werden immer roter, es wird immer blutiger, das Spiel. Wo bewegt sich das Scheißding? Da ist keiner da. Ein riesen Blutfleck. So. Bleib doch da. Es ist, weil sich das ganze Spiel quasi bewegt. Ja, da ein Metzger. Karotte, kann man das essen? Mag ja nicht essen. Wer bist denn du, Dickerchen? Das schaut aus, wie wenn der, wie das Michelin-Männchen einen Zombie gefressen hätte. Ah.
Ah, wie heißt dies bei Ghostbusters? Das riesen Marshmallow-Männchen. Wie heißt denn der? Verdammt, mir fällt es gerade nicht ein. Ist nix, nix. Machen wir das ein Würstel fallen lassen. Warum klappt das jetzt nicht auf? Ist es jetzt gut dafür? Okay, wir haben einen Hauskoch. Die brauchen Schlüssel. Ich wurde nirgends Schlüssel gesehen. Oh, wieder aufhören. Galerie ausgehängt. Also ein Schwertfisch. Thunfisch, heißt dieser Thunfisch. Ah, wie steht da? Was willst du, Dickige? Du kommst da sowieso nicht auf. Steht da unten ein Schattenblatt. Durch den mega Checkpoint bin. Deppert provoziert zuerst und dann blöd runterfallen. Sekunde, kurze Pause, Telefonat. So, da geht schon wieder weiter. Wo war jetzt der Weg weiter? Da in die Richtung. Ja, das ist schon wieder ganz Madel. Okay, das war Aufzug. Speisenaufzug wahrscheinlich. Das passt auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder da, verdammt. Wo ist jetzt echt? Den ganzen Mist wieder. Nein. Mal weitergehen und fahren wieder auf. Passt. Da sicher da oben irgendwo der Schlüssel.
meine detektivischen Sinne. Das ist so fett. Und der selber! Verdammt, Kacke! Ja, ein bisschen ablenken. War das ein Trigger? Das war ein Trigger. Warum muss man jetzt wieder unten anfangen? Wieso haben sie den Checkbook da oben gesetzt? Hey? Jetzt muss man die unnötige Strecken, wo es völlig unspannend und langweilig und belanglos ist, jedes Mal wieder machen. Warum? Warum machen die Entwickler das so? Sie haben den Checkpoint durchlucken, bei der die sitzen können. Ah, da muss man krampfhaft unnötig Zeit verschessen. Das mag ich gar nicht. Zeit ist wertvoll, das kriege ich nie wieder. Stimmt, du hast noch drückt. Uff, da sind wir jetzt gezückt. So. So, wo ist also die Kette hingelaufen jetzt? Bis oben. Verdammt. Hin und zurück. Einfach kurz abwarten und dann durch, oder? Das war's. Ah, hab ich gesehen, verdammt. Lassen.
Und jetzt laufen, laufen, laufen. Hopp, 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 hopp. So, gib Gas. Du bist ein scheiß Schlussling. Verdammt. Puh. Okay, lasst sie nicht aufschauen. Lasst sie nicht ziehen. Nein, musst du umlaufen. Okay, was haben wir da? Da müsste der Speisen noch aufzug, oder? Ein riesen Fleischwolf. Den komischen. Ich glaube, die machen wurstlos, die kleinen Mandeln. Sind du hier zu dem wahrscheinlich jetzt, oder? So, ich kann ein Würstel jetzt dran. Ich hab jetzt erwartet, dass ich da eine Würstelkette machen kann und dann da ganz lässig umschwingen. Scheinbar nicht. Überall fetzende Blutspuren oben bei den Wänden. Messen. Wo, wie geht's da weiter? Ich brauche da irgendwas zum Umschwingen. Würde jetzt zumindest einmal behaupten, dass dies der Trigger ist, wie das jetzt weitergeht. Es kommt kein Fleisch mehr runter. Nix. Da. Komm ich genauso weg weiter. So, das ist ein Tier, was von innen verriegelt ist und keine Zugänge mehr hat dann. Wer sich das ausdenkt. So. Schmeiße Würstel gegen dich. Okay, das funktioniert nicht. Ich muss sicher Akkau vielleicht den Hucker verschieben, ha? Ich glaube, ich muss da auf und irgendwie ein bisschen mehr Fleisch herbringen. Nicht auf. Auf, ich hab's einfach nicht geschafft vorher. Aber oh, da schließt sich der Kreis jetzt, glaube ich. Fleischschal. Jawohl. Gescheiter Brockenfleisch. Kriegst du wie das Mantel selber? Ist da mal was zu finden? Speicherpunkt oder was auch immer das sein soll. So eine Figur. Für was sind die? Das habe ich auch nicht verstanden.
Okay, das war's. Mehr gibt's da drin zu sehen, oder? Ich glaube, das dürfte alles gewesen sein. So, was haben wir da nur? Nix. Ich glaube, ich kann wieder oben gehen und weiter Würstel dran. Riesenbrocken Fleisch sollten sie aber Würstel ausgehen. Ah, zack. Oh. Sind zu wenig, ich brauche mehr Würstel. Kriege ich denn nur mehr Fleisch her? Es muss da oben sein. Das ist die einzige Befüllstelle. Kann man dies da unten aussetzen? Ah, mit dem geht gar nichts. Die Hagen Springer wahrscheinlich. Yeah. So. Genau getroffen mit einer Schlitznarbe. Boah. So, das soll es gewesen sein, hoffentlich. Ist unterwegs. Sollte das jetzt ausgehen, oder? Schön schwingend an der Wurstschnur. Perfekt, geht durch. Das Mikro. Diesmal. Wieder, oder? Okay, der Plan geht nicht. Jetzt versuche ich mal das Controller-Mikro. Funktioniert das völlig gut? Hallo? Hallo?
So, wie funktioniert das Mikro? Ist das besser so? So, wie funktioniert das Mikro? Ist das besser so? So, wie funktioniert das Mikro? Ist das besser so? Schon mit Gegenhall drin. Das holt sich, glaube ich, gar nicht so schlecht an mit dem Mikro. Was ist so? Ist der Bügel gut oder nicht? Falls man irgendwer hört, so kurzes Feedback war nicht cool, das Mikrofon ist nicht. Zieht man zum Auto oder so. Oh, der Koch! So, was machen wir da jetzt? Braucht er wieder einen Schlüssel? Verdammt, das sieht man da. Scheiße. Oder? Ja, das passt. Was ist das, Junge? Das nicht. Die Charaktergeschichte ist extrem wuleckig. Komischer, faltiges Michelin-Mantel. So war eine da. Okay, ich hab mit so einem Knopf auch sicher mit dem Dietbusch fest. Das bewegt wahrscheinlich hier mit oben. Jetzt drauf. Ha? Bist du so freundlich, Junge? Brav. Super braver. Geht doch. Was liegt denn der für ein Knopfleiter? Grauslich. Ah, so ist der Schlüssel. Einfach aufkriegst du den blutigen Knopfleiter. Was macht er jetzt?
überhaupt der Fleisch mit unserem Düsen ist. Jetzt hockt er überall auf derselben Stürme drum, okay. Gehst du jetzt bitte weg einfach, oder? Das ist ein bisschen wie gut durch das Stücke Fleisch. Ah, der kommt nur ein bisschen mehr drum. Kannst du jetzt bitte einfach weggehen? Nicht mehr einfach nur den Schlüssel holen. Hm? Kollege? Okay. Ich muss scheinbar die Tür anders kriegen. So, Kollege Koch ist schon in der Küche. Du kriegst einfach durch die Richtung vorbei. Das fickt mich! Oh. Bist du der nächste Koch dabei, oder? Wohin geht's jetzt? Wie komme ich da weiter? Wo einfach da drüber schleichen? Ah, funktioniert nicht, so schlecht funktioniert einfach nur vorbei. Jetzt tragen sie um. Dann gehen wir mal zu seiner Verwurstungsanlage. Oder wo es immer dies da sein soll. Jawohl. Und da wieder. Perfekt. Geht durch. Jetzt kommst du nicht rein. Und so wie. Gott sei Dank. Wo ist denn bitte auf jetzt? Ha? Den ganzen Mist machen. Ah, verdammt. Okay.
Dann wirst du damit genommen. Freunde machen. Jetzt ist es wie in Deutschland geklontet. Machen wir ein Feuerchen. Schauen wir, was da Schönes gibt. Gut, ich kann mal ein paar Winde aufklettern. Das bringt mir wohl gar nichts. Pümpel, da kommt denn aus jetzt hier? Wo kommt man denn da jetzt wieder dort müssen? Ja? Da geht's auf. Einfach aber ziemlich echt gut. Ah, schon, ja, so jetzt mal, sag ich doch. Oh, der Telefonbus ist vorbei.
Okay, die Richtung war schon mal richtig. Sowas, was er glaube ich genauso blieb wie der Kollege vorher. Wir deuten die Kühe. Komm, Liga, so kommst du halt auf. So viel hat er nicht. Der Schreiofen. Was soll mir das sagen? Oh, das ist nur einer. Kann man sich freuen lassen? Das war knapp. Wow! Und ab. Dann kann man Schaden lassen. Ich glaube, noch kurz vorher da umbringt. Puh. Dann den Kuh, die Fresse. Knapp, aber durch, verdammt. Sauber bestehst. So. Die Küche. Level erledigt. Das ist komisch, man kann es jetzt, ich kann es gerade nicht sicher sagen, wie das selber am Schiff im Anleger. Okay, und Land, Kopf, Stellen, Kopf.
Fahrt mit dem Auto. Haben die Masken auf oder wäscht das? Ja, ein ordentlicher Bus, wie man das spielt mit dem Sohn. Prahlpappen gehabt. Heilig. Schaut über die eine Wange da, die schaut aus wie heilig, so Prallpappen. Winkt hier das Oberregler, du musst hier Samurai-Masken aufsetzt. Sehr eigenartig, das hat sein, sehr, sehr eigen. Ich bin wirklich gespannt, was das Studio noch ein Schlusswettel dafür ist dort und dahinter schafft. Momentan blicke ich noch gar nicht durch. Damen auch Masken drauf. Das hat nur die Herren mit Masken. Alle Damen. Das schaut doch fast nur schlimm aus. Was ist das bei den eigenartigen Gestalten? Heilige Gott. Das ist strange. So ein ganz schlanker Gisch, ist das ein Gisch? Macht zumindest den Eindruck von der Gisch. Bitte nicht von vorn, bitte nicht ganz von vorne. Bin ich da? Das macht einen dezenten asiatisch angehauchten Eindruck. Ganz eigenartig, Mischer. Mies. Leiche aufgebaut zu wissen, also weißer Fisch. Große Füllerei. Damit dass ich einen Lärm mache und während Puppen schmeißt du die dumme Weinflaschen um. Wie scheiße war das, Alter?
Ich wollte das Ding einfach nur in die Hand nehmen. Und dann zählt das weg. Stromschnitt kriegt es. So, ganz vorsichtig. Spielwicker, wer von euch hat das zu verantworten? Wer hat den dummen Scheiß gemacht? Stüdi. Okay, ich bin gerade ein bisschen ratlos, verwirrt. Kann doch nur durch die Tür durchgehen, was anderes gibt es vorher nicht. Aber egal, was ich noch hier auf dir mache, ich schmeiß die Flasche. Ich weiß einfach was. Da, was soll denn da? Was? Einfach laufen. Okay, frisst du einfach Milch, nimmst du das Erdbeste, was im Boden liegt und frisst einfach. So. Dies ist für mich ein guter Zeitpunkt zum Aufhören. Ein bisschen die Arbeit, kurz mal ein bisschen sitzen. Zeit passt ganz gut. Perfekt. Jungs und Mädels, hab mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.